Ja, moin, hier ist der nette Mann. Wie ihr ja wisst, bin ich neulich mitgeschnackt worden zum ersten Mal Disc Golf spielen und bin total angefixt. Das macht ja richtig Spaß. Jetzt war ich wenig später wieder in der City Nord auf dem Parcours und da hat mich ein junger Kerl angesprochen, nachdem er sich meinen Putten angeguckt hatte und sagte: Na, willst du einen Tipp? Und ich habe gesagt: Ja, klar, erzähl mal. Und dann kam folgende Handhabung: Der Daumen liegt auf dem Rand der Scheibe. Der Zeigefinger ein bisschen an der Kante, fast schon ein bisschen runtergreifend und die anderen Finger werden lang gemacht. Für den Abwurf bekam ich den Tipp, zu versuchen, die Hand möglichst einfach gerade nach vorne zu führen und nicht noch nach oben zu verdrehen. Hat funktioniert, guckt es euch an, macht total Spaß. Vielen Dank, Unbekannter. Im Grunde kann man beim Disc Golf ja auf alles werfen, was fest genug ist, um nicht gleich umzufallen. Hier ein günstiges Gestell, was eigentlich zum Zerlegen und Mitnehmen gedacht ist. Ich habe es mir im Garten fest installiert. Und natürlich kann man genauso gut einfach in den alten Blumeneimer werfen. Den habe ich hier an einem Zaunpfahl festgemacht. Kabelbinder, fertig. Meine Trainerin beim Bogenschießen meinte mal, damit das Körpergefühl sich etwas merkt, braucht es von jeder Bewegung 111.000 Wiederholungen. Das ist wahrscheinlich eine symbolische Zahl, aber gemeint ist natürlich üben, üben, üben und nochmal üben. Genauso war es beim Bogenschießen am Anfang viel interessanter, die Pfeile, die man geschossen hat, möglichst dicht beieinander landen zu lassen. Ob nun genau im Ziel oder immer im gleichen Fleck daneben, das war gar nicht wichtig. Erstmal den Bewegungsablauf zu studieren und zu üben war viel interessanter. Dann konnte man irgendwann Richtung Ziel schießen. Hier sieht man das mit den Frisbees. Den Korb treffe ich zwar noch nicht, aber so einigermaßen dicht beieinander schon. Das freut mich doch. Und wie sagte mein Freund so schön, der mich zum Disc Golfen überhaupt mitgenommen hat: Wenn du triffst, wirst du zweimal belohnt. Einmal klingelt so schön in den Ketten und du musst dich nicht mehr bücken.